Die Welt braucht Liebe. Wir sehen jeden Tag in einer sehr schlimmen Gestaltung die Feindschaft, die Wut und den Hass, der auf dieser Welt herrscht. Die Welt braucht Frieden, Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl wie noch nie. Doch ein großer Teil der Menschheit ist an der Stelle angekommen, dass sie anstatt Liebe Gefühllosigkeit, Schmerz, Unterdrückung und Krieg bevorzugen. Und dieses Ergebnis kehrt an die Menschen, Gesellschaften und Ländern als Katastrophe zurück. In letzter Zeit kommen die schlimmsten Nachrichten immer aus Nahe Osten. In 1916 wurde mit der geheimen Absprache von Sykes-Picot dort seit Jahren zusammenlebende Geschwister, Verwandte und Gemeinschaften mit Zwang getrennt. Außerdem wurde noch die Untergrundquelle und die Finanzkraft ausgebeutet. Die daraufhin kommenden Diktatoren haben den Menschen das Leben verdunkelt und deren Selbstbewusstsein weggenommen. Sie haben es dort zur Hölle umgewandelt. Gewalt, Hass, Zweckmäßigkeit und Egoismus haben den Menschen die Seelensruhe vertrieben. Das Geld, welches für Bildung, Gesundheit, soziales Leben und der Kunst geeignet ist, wurde für Waffen ausgegeben. Politische Strömungen wie Imperialismus und Kapitalismus beugten Hass vor. Somit hat es dem Bezirk weder Frieden noch Seligkeit gebracht. Es ist zu dem Zustand gekommen, dass diese Probleme nicht mit Liebe, Toleranz und gegenseitiger Einigung geklärt werden können, sondern nur mit Gewalt. Wir möchten, dass Syrien in Frieden lebt, Irak stärker wird, Libanon eine viel bessere Zeit durchmacht und Palästina eigenständig und frei sein soll. Wir möchten, dass in Ägypten und Jemen Seelenruhe und Liebe herrscht. Allerdings muss man für diesen Willen stark sein. Wenn man Macht sagt, sollte nicht direkt die militärische Macht zu denken kommen. Die größte Macht auf dieser Welt ist mit Entschlossenheit die Liebe. Eine Einheit zu sein ist gegen Schwierigkeiten und Angriffe gemeinsam zu handeln. Denn dies ist das Geheimnis des Starkseins. Liebe ist unsere größte Waffe und unser größter Reichtum. Man sollte im Nahen Osten das ständige Teilen der Länder stoppen. Da sollte das Gemeinsamkeitsgefühl herrschen. Nach jeder Teilung bringen sie die umgangbaren Grenzen, dornig gedrehte Wände und Gräbe. Der Nahe Osten hat es nötig, mit Liebe die Grenzen aufzuheben und so viel Freiheit wie nur möglich ist zu bekommen.